Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einem neuen Spielchen. Wir sind diesmal mit dabei mit The Blind Spectator, Lauri und Mo. Moin. Moin. Hi. Wir wollen uns heute mal an Codenames versuchen und wie ihr sehen könnt, Ermittler bzw. Geheimdienstchefs sind Team Rot ich, Team Blau Lauri. Die Ermittler sind Phil in Rot und Mo in Blau. Wir spielen gegeneinander und ja, dann würde ich mal sagen, gucken wir einfach mal, wie das Ganze aufgeht und was dabei rauskommt. Genau, genau, das klingt auf jeden Fall nach dem Plan. Ja, irgendwelche Fragen? Nö, ne? Nö, ich gehe von aus, dass Benny mich nicht verstehen wird und wir die Runde verlieren, aber schauen wir. Ja. Also Phil und Mo sind gleich in einem Raum, Lauri und ich in jeweils separaten Raum und ja, dann starten wir die Partie einfach mal. Viel Spaß, bis später. So, wir sind Geheimdienstchef Rot. Jetzt müssen wir uns natürlich etwas ausdenken. Was haben wir denn für Begriffe? Dame, Säge, Hauptbein, 8. Stärke, Bremse, Katze, Schwimmer. Tier können wir wahrscheinlich nicht nehmen, weil wir haben Nürnberg. Doch, Tier könnten wir nehmen. Warte mal. Mangel ist das Schwarze, das dürfen wir nicht haben. Wir sollten aber am besten 2 oder 3 jetzt kriegen. Haupt, Bein, das sind Körperteile. Marionette ist ein Körperteil. Ich hoffe, er kommt damit zurecht. Also Jack muss auch zuerst die Begriffe vorgeben, so wie das aussieht. Jack ist zuerst dran, darum ist der Hintergrund gerade rot. Und das Startteam hat übrigens auch einen Begriff mehr. Stimmt, und ja. Verraten und ihr 8. Da war ja und was für die Zuschauer, die das nicht kennen, ne? Also Jack hat da jetzt diese ganzen Begriffe haben Farben, rote und da gibt es auch blaue Begriffe. Für die blauen ist Lauri zuständig und Mo. Und für die roten ich und Jack. Und Jack versucht jetzt mehrere Wörter damit zu verbinden, damit ich möglichst viele rote anklicke letzten Endes. Ein Begriff ist schwarz, den sollte man nicht anklicken, weil der ist böse. Passt eigentlich ganz gut zusammen. So, was haben wir denn? Ich bin gespannt. Tiere oder so? Nur ein Tier, wenn ich das richtig sehe. Ein Hahn? Ne, eine Katze auch. Aber auch, Städte gibt's, glaube ich, noch. Ja, da gibt's eigentlich 2 dafür. Oder 3. Für euch vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Jack, Team Rot muss entsprechend die roten Begriffe erraten. Ja, also Jack gibt jetzt Hinweise für Phil. Und anhand dieser Hinweise muss Phil auf diese 9 roten Begriffe kommen, die hier zu sehen sind. Ja, kann natürlich aber auch passieren, dass Phil anhand des Hinweises von Jack vielleicht einen weißen Begriff auswählt, was eine Niete ist, was jetzt auch gar nicht so schlimm ist, oder einen blauen Begriff auswählt, was wiederum uns, Team Blau, also Benny und mir, einen Punkt in die Tasche spielen würde. Deswegen, ja, muss Jack natürlich seine Hinweise möglichst so wählen, dass Phil nur die roten Begriffe errät. Genauso dann bei uns, ich muss entsprechend Benny Hinweise geben, dass Benny die blauen Begriffe nur errät. Das wäre natürlich sehr, sehr wertvoll. Und ganz wichtig bei der ganzen Sache auch noch, man sollte auf keinen Fall solche Hinweise geben, dass der Gegner, dass der Mitspieler den schwarzen Begriff auswählt, denn der schwarze Begriff, der beendet das Spiel. Und ich glaube, man hat dann auch automatisch verloren, wie beim Billard zum Beispiel, wenn man die schwarze Kugel zu zeitig einlocht. So, aber jetzt passiert hier gar nichts. Also ich sehe hier noch überhaupt gar nichts. Ich weiß nicht, ob Jack irgendwas macht. Hauptbein. Dame. Da könnten wir Person... Nee, nicht Person. Körper? Körper 3. Ich probiere es mal mit Körper 3. Ich hoffe, er kommt auf was. Körper. Ah, okay. Das wäre zum Beispiel ein Bein, hätte ich gesagt. Ein Becken gehört auch zum Körper. Ab dann
wird es ein bisschen schwierig. Was könnte da... Man könnte Stärkers vielleicht sagen, aber das ist irgendwie... Beziehungsweise Stärke. Stärke? Aber da könnte man auch Mangel nehmen, also... Oder könnte man aber auch Schwimmer nehmen. Ja, Schwimmerkörper zum Beispiel, ne? Ja. Schaumkörper ist nicht. Dame, ja, doch, eigentlich schon, ja. Also ich denke mal, Bein ist ziemlich safe. Beim Becken bin ich mir auch recht sicher. Okay. No. Oh. What the fuck? Oh, hat das Becken genommen. Das finde ich ja schon mal großartig. Okay, so, jetzt müsste ich mir was überlegen, was ich als Hinweis geben könnte. So, das passt halt alles bedingt zusammen, ne? Wurzel, Schokolade, Schaum, Takt, Glas, Marionette. Das jetzt irgendwie zusammenzubringen, ist gar nicht so einfach. Wurzel. Ich glaube, ich gehe tatsächlich erstmal mit der Stadt und 1. Ja. Obwohl, nee. Also, da dürfte er eigentlich nicht drauf kommen. Ich glaube, ich mache for real Stadt und 1, weil das andere jetzt irgendwie zu verbinden, halte ich aktuell für echt schwierig. Ich kann das. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich es verbinden könnte. Geschirr bringt mich halt auch nicht weiter, ne? Also ich kann es nur einzeln raushauen. Das passt echt ungünstig zusammen. Ne? Dann machen wir das mal. Ja, ich guck noch mal, ob das jetzt hier wirklich auch so rausgehen kann. Mauritius. Ja, dann mache ich vielleicht doch eher Bayern. Ich glaube, Bayern passt besser. Hinweis geben. Danke. Bayern 1. Ach, leck mich! Du Sackgesicht! So. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall das. Ich glaube, das wird's eigentlich sein. Ich wüsste nicht, was noch mehr. Vielleicht Haupt könnte ich mir noch vorstellen. Vielleicht wegen München, dass er an der Hauptstadt denkt. Also Nürnberg bin ich mir so 100% sicher. Er hat da ja nur 1 vorgegeben, ne? Also er will eigentlich nur ein Wort damit sagen, weil er hat dir ja nur 1 geschickt. Was denkt er sich denn dabei? Ja, nimm Nürnberg, Junge. Knecht. Haupt, Alter, er hat eine Macke. Gut. Dame, Haupt. Ich nehme mal Fliehkraft. Fliehkraft 2, weil er, also damit ich Stärke und Bremse habe. Also ich hoffe, dass man da Stärke mit reinnehmen könnte. Ich hoffe nicht, dass er Mangel nimmt. Oh, warte mal, das ist ja Unsinn. So. Was ist denn Fliehkraft? Na, Fliehkraft ist, wenn du Wasser in dem Eimer hast und den dann um dich rumschleuderst und das Wasser dadurch nicht raus. Ach so. Will ich aber auf jeden Fall Glas sagen. Weil wenn du ja ein Glas so rumwirbelst, weißt du, geht's ja nicht auf. Könnte sein, dass er damit Glas sagen will. Dame, Schokolade, Wurzelpedal, Takt, Ostsee, Haupt, Säge, Dieb, Kreuzung, Mangel, Acht, Glas, Mühle, vielleicht auch, Marionette, Mauritius, Stärke, Schaum, Bremse, Hahn, Katze, Schwimmer. Ich habe auch immer noch den Körper im Hintergrund. Vielleicht hat er mir jetzt auch nur 2 Begriffe gegeben, weil er sagen will, 1 ist die Fliehkraft und 2 sind noch die vom letzten Mal quasi. Da, weil ich ja, das kann sein. Meinte vielleicht noch mit Fliehen auch.
Vielleicht den Dieb? Wenn er schon die zwei einzelnen Begriffe. Begriffe. Hm? Klar, die Begriffe, wer kennt sie nicht? Wow. Fliehkraft. Stärke. Vielleicht wegen Fliehkraft. Könnte sein, könnte sein auf jeden Fall. Ja, ja. Ist es auf jeden Fall. Ich glaube, so könnte er um die Ecke gedacht haben. Ich halte das für gar nicht mehr so unwahrscheinlich. Ich würde mal die Stärke nehmen. Die war schon mal richtig. Gut. Und Flieh? Klar könnte man auch sagen Dieb, weil er flieht. Ist an sich gar nicht mal so doof. Ja. Nein, nein, du Fliehkraft. Doch nicht von abhauen. Phil! Was tust du? Und wir hatten ja auch immer noch Körper. Wir hatten immer noch Körper. Mauritius! Der Mauritius-Körper. Hm? Haupt könnte er auch sein, vom Körper noch. Ja. Jack ist wahrscheinlich gerade so hart am Tilten. Ja. Ich weiß halt auch echt nicht, was er jetzt sonst noch meint. Ich nehme mal den Dieb. Okay, war immerhin nur weit. Okay. Also Dieb war es auch nicht. Den Schaum. Schokolade und Schaum, wie Schokoladenschaum. Ja. Ich guck jetzt nochmal, passt das? Ich hoffe nicht, dass er bei Lecker dann auf Katze oder auf Hahn geht. Ja, das wäre natürlich jetzt nicht so geil. Aber ansonsten finde ich, ja, wir machen Lecker und 2 für Schokolade und Schaum. Lecker. So, da haben wir auf jeden Fall. Ja, Peter All ist lecker. Schokolade. Hahn könnte auch lecker sein, weißt du? Das stimmt. Und eine Katze. Ey, wir sind hier nicht in diesen asiatischen Ländern, wo du den Kühlschrank aufmachst und da plötzlich die Katze rausspringt. Also Schokolade bin ich mir schon mal safe, sicher. Das Wasser von der Ostsee schmeckt sich ja auch. Oh ja. Was? Was? Das ist auch falsch. Dann war es nicht die Katze, die lecker ist. Ach, come on, Alter. Säugetier. Säugetier 3 würde ich nehmen. Einmal für Katze, für Schwimmer und für Dame. Also, stopp, kann man überhaupt einen Hahn essen, ich Idiot? Säugetier 3, das ist ja eine Katze. Eine Dame ist ein Säugetier. Ein Schwimmer ist eigentlich auch ein Säugetier. Oder er meint vielleicht den Poolschwimmer, das ist so ein Schwimmen, was im Schwimmbad schwimmt. Kann vielleicht auch damit gemeint sein. Das könnte eigentlich relativ safe sein, oder nicht? Katze. Dame. Schwimmer. Jetzt ist die Frage, sind es jetzt alle Säugetiere oder war da jetzt immer noch Körper drin? Das ist jetzt die Frage. Du kannst doch den Mangel aufweisen über Mangel. Es gibt doch Mangel im Körper und es gibt halt auch Mangel bei Säugetieren, was sie halt nicht haben. Aber irgendein Begriff ist auch schwarz und wenn ich den auswähle, ist vorbei. Ja. Yeah. Und da wir jetzt eh eigentlich wieder relativ gleich sind. Was? Ist mir das Ding zu heiß momentan. Ja, Dessert. Und da würde der Schaum und das Glas vielleicht miteinander da kann er vielleicht Schaum und das Glas miteinander verbinden. Ja. Versuch das mal, Dessert für Schaum und Glas. Hoffe, dass da jetzt nichts irgendwie anderes mit, aber eigentlich nicht, Hinweis geben. Was kann denn bei einem Dessert? Er will also nochmal auf Lecker hinaus. Er will nochmal auf Lecker. Ich sag mal Schaum, weil es gibt ja Schaum beziehungsweise. Ah! Dessert! Dessert, Dessert, Dessert. Was ist denn Mauritius? Ist das ein Typ? Mauritius ist doch eine Stadt oder so? Stadtstaat? Kein Plan, ey. Dessert. Geh mal auf den Schau.
Oh ja, oh, oh, okay. Naja, das ist ja Glas. An sich gesehen ist das ja in einem Glas meist platziert und in einer Glasschüssel. Aber wollte Jack nicht... Oh, gehen? Oh, das ist... Dann wäre Glas sogar bei Fliehkraft falsch gewesen. Dann wäre Glas sogar bei Fliehkraft falsch gewesen. Aber ich gehe jetzt erstmal mit dem Raten weg, weil das ist mir jetzt zu heikel. Mist. Okay, er guesst nicht. Haupt und Bremse. Ich könnte Köpfen nehmen. Ich gehe mal auf Köpfen, damit ich Haupt und Säge vielleicht kriege. Aber Bremse und 8? Köpfen 2. Köpfen. Also wollen wir da doch aufs Haupt hinaus? Okay, dachte ich mir schon. Und mit einer Säge kann man jemanden köpfen. Mit einer Säge. Man kann auch potenziell eine Marionette köpfen. Kann man auch machen. Wir haben noch 2 Begriffe. Solange Lauri jetzt nicht gleich 3er Begriffe hinlegt, würden ich und Jack theoretisch gewinnen, wenn er es schafft, 2 Begriffe miteinander zu verbinden. Problem ist aber an der ganzen Sache ist jetzt, wenn er jetzt 2 Begriffe hat und ich einen verkack, ist es halt jetzt dann auch Game Over hier. Eine Marionette könntest du eigentlich köpfen. Ja, aber ich habe ja schon die 2 ausgewählt, wo er mit Köpfen drauf hinaus will. Naja. Das war garantiert die Säge und das Haupt. Haupt war dann vermutlich auch das beim Körper. Das heißt, eigentlich ist mehr oder minder noch Fliehkraft offen. Da könnte man Mühle sagen, weil eine Mühle sich dreht. Bei Fliehkraft hatte ich nur 1, nämlich die Stärke. Und wir haben seitdem nichts. Ich nehme die Mühle. Es war falsch, okay. Gut, immerhin aber nur ein weißer Begriff. Ah, schade, schade, schade. Verknüpft. Marionette und Tanz. Tanz. Aber Mühle, das stimmt. Mühle, wenn es so von dieser Kraft ausgeht, dürfte Mühle dann theoretisch gesehen eigentlich auch sowas haben. Ja, davon Fliehkraft zu reden ist ein bisschen schwierig, aber ich hätte zumindest den Sinn dahinter sehen können, ne, weil sich's halt dreht. Ja, ja, ich war schon im Gedanken. Tanz. Tanz 2. Tanzpedal. Ja, auf jeden Fall der Takt. Ist klar. Weil ein Tanz. Marionettentanz. An sich gesehen lässt du die Puppen ja tanzen. Stimmt. Problem ist, gibt's das Tanzpedal. Es gibt eigentlich nur das Bremspedal. Klingt legit auf jeden Fall. Wenn, dann heißt es ja Tanzbein schwingen oder sowas. Ich schwinge mein Tanzbein. Und damit bedienst du auch das Pedal mit deinem Bein. Ja, aber... Tanzpedal, wie soll ich mir das vorstellen? So auf der Tanzfläche so ein Pedal durchdrücken? Jawohl, Alter. Fühl das Pedal, fühl es. Ich sag Marionetten. Ich merk schon, Flo denkt sich, dieser Vollidiot, aber es könnte sein. Jawohl! So muss das! Okay. So, aber jetzt hat, komm, was ist lecker? Tanzt? Also, vielleicht, lecker. Aber, hat mir aber vielleicht fand er die Marionette ja auch lecker. Es läuft ja, oder nee, du hattest doch lecker, eins hattest du doch und das andere war doch Schaum. Das hatte er dann beim Dessert mit eingebaut, oder nicht? Das hatte Schokolade er dann. Schokolade hattest du ja. Und dann wäre das andere bei lecker Schaum gewesen, vermutlich. Das hat er dann aber mit Dessert und Glas verbunden. Also eigentlich hast du gar keinen Begriff mehr offen, hätte ich gedacht. Aber ich sag's dir auch, wie es ist, ne? Jack muss jetzt nur noch 2 miteinander verbinden. Ja, und ich muss jetzt auch nur noch 1 miteinander. Das Problem ist jetzt, es ist halt jetzt diese Zwickmühle, wo drin ich bin. Entweder ich gamble jetzt richtig hoch. Oder du hoffst darauf, dass ich und Jack verkacken. Oder ich hoffe darauf, dass du und Jack verkacken. Problem ist jetzt, gamble ich oder gamble ich nicht?
God damn it, ich hasse es! Ich hasse es, Entscheidungen zu treffen! Glück habe, ist Wurzel ja rot und dann muss Jack nur noch einen Begriff nehmen. Treib nicht mit so. Phil, treib nicht mit mir solche Spielchen! Ach, fuck it. Oh mein Gott, jawoll! Easy! Easy! Gewonnen! Boom, Junge! Häng auf den. Boom! Wurzelgemüse! Lecker! Lecker! Wurzelgemüse war mir jetzt gerade so. Ich habe ihm gesagt, dass er gar keine Begriffe mehr offen hat. Aber hat ihn nicht interessiert. Er war Oh mein Gott! Phil, hast du ihn dazu gebracht oder was? Nein! Ich habe einmal weggeguckt, weil ich wollte ihn zusammenbringen, ne? Und hab gegoogelt, ob das Wort zusammengeschrieben wird. Damit du vielleicht Bremse und 8 zusammenkriegst. Boah, ich glaube, ich hätte es an deiner Stelle tatsächlich einfach mit rund versucht. Ja, auch wenn du mit einem Pedal vielleicht auch dort ins Runde kommen könntest, aber ansonsten... Ich hätte auch Auto nehmen können, wäre ich wieder ein Pedal. Aber Auto wäre auch Mangel. Also muss ich auch wieder gucken. Aber... wäre auch Kreuz, sag ich dir, aber, wie es ist. Jack, du hast mich zweimal echt in Bedrängnis gebracht, dass ich mir was überlegen musste, um 2 Begriffe erraten zu lassen. Es ist glücklicherweise dann gut gegangen für uns, aber du hast echt gute Begriffe gegeben für Phil. Alter, aber... Der Körper hat mich komplett rausgebracht. Der Körper hätte halt alles sein können. Ja. Ja, und bei Körper war ich gewesen, bei Dame, Haupt und Bein. Ja, okay, auf Haupt kam ich nicht und Dame hatte ich sehr wohl in Betracht gezogen, genauso wie aber dummer Körper, sagt man. Bei oder Dieb hat auch einen Körper, technisch gesehen hat alles einen Körper. Das hatte mich komplett rausgebracht. Jetzt wusste ich, hatte ich noch was offen, quasi hinweismäßig, oder hatte ich jetzt alle Begriffe durch? Kurze Frage noch, Jack, mit Fliehkraft wolltest du die Bremse auch haben, oder? Ja, okay. Das war dumm gedacht von mir mit Fliehkraft, aber... du hast ja gesehen, welche Begriffe ich habe. Ja, genau. Und deswegen konnte ich dann ungefähr erdenken, welche Begriffe du damit erzielen wolltest. Genau, und für mich war Fliehkraft einfach nur Stärke und Bremse. Ja, ich war dann bei Mühle, weil die sich dreht. Und Fliehkraft ich dachte auch erst so, warum kommt der zu Mühle? Ah, weil die sich dreht, die Fliehkraft dadurch, bla und so weiter. Ah, scheiße. Beim letzten war ich jetzt sau im Schwitzen. Also Gamble jetzt hoch! Ich hab mir einfach nur gedacht, warum gambelt er jetzt? Also ich war zwar nicht böse, weil du auf dem richtigen Begriff warst, aber ich hab mir gedacht, warum gambelt er jetzt? Wir haben einen Begriff und der Gegner noch 2. Ich hab das aber Quatsch. Hätte Jack die miteinander verbunden, dann hätten wir... Ja, ist richtig. Ich sag aber mal so, ich hab mir mal überlegt, weil der Hahn war ja bei lecker falsch. Da dachte ich mir so, Ostsee kann nicht lecker sein, Kreuzer kann nicht lecker sein. Ja, ich wollte eigentlich den Schaum damit haben. Aber ja. Du wolltest doch gar nicht. Ach so. Wurzel haben, oder? Genau. Du hättest aber rein, was würdest du dann mit Wurzel? Den Schaum. Nee, Wurzel hatte ich noch gar nicht drin gehabt als. Ja. Ach so, dann was random. Der Hahn, der hat mir auf jeden Fall gute Möglichkeiten gegeben, wobei ein Hahn ist kein Säugetier, aber Säugetier, da war ich dann sofort. Irgendwas war vorher weggefallen gewesen, was auf Säugetier auch gegangen wäre. Ich glaube, der Dieb. Und damit, bang, alle 3 weg. Boah, heilen, zack. Ich habe jetzt echt gedacht, was meinst du mit lecker tatsächlich? Deswegen habe ich jetzt auf Wurzel gedacht. Ich habe mir gedacht, Gamble einfach. Ja, genau. Was meintest du mit lecker? War der Schaum gemeint? Ja, genau. Der Schaum und die Schokolade. Was für ein lecker Schaum? Ja, was denn? Es gibt da auch Schokoladenschaum und sowas. Ja, okay. Ich habe auch an den Milchschaum gedacht zuerst. Junge, Alter. Auf den Ende hin fand ich, war das echt spannend, weil ich mir nicht erklären konnte, wie er auf Wurzel gekommen ist. Nee, ich mir auch überhaupt nicht. Aber der Bayer hat's gerichtet! Man ist echt hier ordentlich am Struggeln wegen Begriffen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil so viele unterschiedliche Begriffe. Ja, ja. Ey, und ich habe hier einfach 8 drinne. Wie zum Teufel soll ich 8 mit irgendwas verbinden? Wäre hier wenigstens noch Spinne als Begriff gewesen, dann hätte ich 2 nehmen können oder sowas. Dann kommt man vielleicht da drauf so von wegen, ey, hier 8 Beine oder sowas. Ja, klar. Aber, keine Ahnung. War auf jeden Fall eine schöne erste Folge von Codenames. Schaltet auch mit bei den anderen rein. Hinterlasst gerne ein Like oder ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao. Ciao.